Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Red Alert 3. Jawohl! Mit Sepp und Bram. Wir haben ein bisschen gewechselt. Diesmal. Wir haben die Fraktion, die Factions haben wir getauscht. Sepp ist jetzt die USA. Ich bin die OP-Fraktion. Ich zitiere mal Japsen. Und Dennis spielt. Aufgehende Sonne. Bestimmt. So. Dann wir mal. Ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, hier 10 Minuten nichts angreifen. Ja, genau. Der Bram ist einfach zu krass, dem mussten wir einfach so einen Dämpfer reingeben. So, jetzt höre ich die Japanesen, die sind bestimmt krasser drauf. Dojo-Core, was ist das denn? Drones sit on special Dojo, what? Ja, du kannst einfach überall bauen quasi, das ist ganz easy. Aber die Karte ist ein bisschen anders. Hey, Moment, jetzt kommen hier so Fahrzeuge raus. Was ist denn das für ein Kram? Ja, die musst du dann platzieren. Also deshalb, die Gebäude, die fahren sich quasi ein und aus. Das ist ein bisschen anders. Aber yeah, eigentlich okay, ziemlich dann. Easy dadurch. Ja, dadurch kannst du die halt überall platzieren. Deshalb konnte ich in der letzten Runde ja auch noch ein drittes Sammelding haben. Okay, weil ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie ich mein Gebiet erweitere. Na, ich auch noch nicht. Ich spiele jetzt auch die Amis und habe jetzt dieses Problem, was ich gerade nicht hatte, dass ich einfach das dritte Ding da nehmen konnte. War es nicht über die Kraftwerke, dass du mit den Kraftwerken das irgendwie weitermachen kannst? So, 10 Minuten nicht angreifen. Okay, dann können wir zumindest darauf hoffen, dass man erst in 10 Minuten angegriffen wird. Machen wir einen Timer? War gar kein Timer, ne? Ne, einen Timer habe ich jetzt nicht, aber... Ja. Ja, ich glaube, man muss sich so ein Vehikel bauen, um eine kleine Mini-Base zu bauen, oder? Weiß ich nicht, Bullfrog? Okay, Top Secret Defense, Airbase, Deport, Bootcamp, okay. I serve the Emperor. Keine Ahnung, eine Base erweitere. Das ist eine gute Frage, Bram. Sag mal, muss man ernsthaft mal angenommen, man möchte so eine Mauer bauen, jedes Teil. Jedes einzeln klicken, ich glaube schon. Das war doch bei Command Conquer immer schon so, dass es einfach mega dämlich ist. Dass das nie vernünftig funktioniert. Mit den Mauern. Ja, ich dachte so bis, also so zwischen 1997 und 2009 hat sich da irgendwie Das kostet geändert. 5000 so ein scheiß Erweiterungsstyle. Ja, hiermit kann ich auch nicht aufrüsten. Was denn? Oh lol, nein, jetzt habe ich die gleiche Einheit zweimal gebaut. Oh nein. Scheiße. Kann ich dich verkaufen? Kann ich dich verkaufen? Nein, kann ich nicht. Das wäre super. Guck mal, der Bram hat schon Sachen eingenommen. Deshalb hatte der Bram so viel Geld. Man muss ein bisschen loslaufen, wa? Construction complete. New construction options. Building. Deshalb hatte der Bram so viel Geld. Construction complete. Building. Cut through armor. Defender core. Verstehe ich jetzt nicht. Make haste. Defender Core. Construction complete. Was ist denn? New construction options. Site designated. Construction complete. New construction options. Okay. Was ist mit euch? Feindlichen Ingenieur entdeckt. Point me to my brain. Ey, was sind das denn hier für Sachen? Mach dich mal weg da. All your base belong to us. Okay. Was ist das denn gewesen? Building.
Das ist ja geil. Oh, was für eine geile Einheit. Okay. Yo. Was ist das hier? The ore is in good hands. Upgrade complete. Oh, da hat mich was angegriffen. Building. Interesting. Dann gucken wir ein bisschen. Ja. Wir haben Map. On hold. Cancelled. The tsunami rises. Building. New construction options. Upgrade complete. Insufficient funds. Pilot assisted, das könnte es voll belenden. Was? Ach, Kacke. Was? Insufficient funds. Ja, das okay. Habe ich mitbekommen. The tsunami rises. Geil. Okay, das brauche ich. Oh, wir können mal was. Was können wir denn hier? Was haben wir denn hier? Final Squadron ready. Was? Refinery Building. Insufficient. Dann brauchen wir das noch. Alter, was brauche ich denn hier alles noch? Geht ganz schön, alles ganz schön viel, was man machen muss gleichzeitig. Ja, nee, aber ich weiß halt nicht, wo ich die Sachen alle herkriege. Nanotech Mainframe. Wo krieg ich das denn her? Kann ich hier was bauen noch? Ja. Was ist das? Ach, das da! Oh, lol. Alles klar. Construction complete. I'll collect the goods. Insufficient funds. Keep watch. Over here. Keep moving. The tsunami rises. The seas belong to the Empire. Insufficient funds. Oh, das ist ja krass. No one will defy the Imperial Navy. Bauen sie doch mal weiter. Insufficient funds. Also weißt du, früher hat man doch so zusätzliche Erzsammler gebaut. Macht das heutzutage überhaupt noch Sinn? Ich glaube wenn schon. Wenn sowieso nur eins von den Dingern da rein kann? Nee, da nicht. Wenn du es direkt davor stehen hast, dann nicht. Dann bringt dir das überhaupt gar nichts. Eben. So, Jungs. Ihr. Oh, der Brammert wird vor. Building. They will submit or die. Generator core ready. Generator core. Was ist das hier noch? Okay. War auch noch. Let's melt some metal. Stalking prey. No money in the bank. Das ist krass, wie wenig Geld man hat. Construction complete. New construction options. Low power. Keine Schnitte hier irgendwie groß an Geld zu kommen. Enemy base detected. Warning. A vacuum imploder has been detected. Das ist eine Superwaffe? Gibt's sowas? Also. Oh nein. Wo gibt's denn? Unter den Verteidigungsgebäuden ist sie bei mir mit dabei. What? What? Okay. Building. Upgrade complete. New construction options. Krass. Set for core unpack. Macht das Sinn? Wie lange hat er Zeit dafür? Weiß ich gar nicht. Weiß ich tatsächlich nicht.
Okay. Unzureichende Mittel. Ach so, ja, das habe ich auch schon so 3, 4, 5 Mal gehört. Und nicht so häufig. Wie funktioniert das jetzt hier? Da stand immer bei von. Construction complete. Oh. Pff. Alles klar. Ach, guck mal, da hat noch jemand eine Superwaffe. Das ist ja easy. Ja, bin ich der Einzige ohne. Kein Problem. Ich habe keine Superwaffe. Dennis hat 2, wa? Ach so, aber du hast auch eine. Das ist keine Waffe. Warum sehe ich die denn dann? Ja, das ist die Technologie, aber keine Waffe. Ah, okay. Cool. Ich hab keine Ahnung, wie diese Dinger funktionieren. Construction complete. So. Ich nix Geld haben. Building. Das ist echt geil. Oh Mann. Dann nicht gerne 1, 2, 3, 1, 2. Wie viele Einheiten den. Davon haben? Ach, da unten steht, wie viel der hat. Ach, guck mal, in 1,50 kann er schon abschießen. Abschießen, ne? Nicht abschließen. Naja, abschießen. Building. Unsere 10 Minuten sind rum, oder? Ja. Das ist richtig. Ich glaube schon. Gibt's ein Einheitenlimit? Keine Ahnung. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sag nein. Würde ich auch sagen. Aber ich hier von der einen Einheit. Ach du Scheiße. Insufficient funds. Enemy units detected. We are the way. Alter Brammen! Möchtest du zu mir? We will take them by force. Hey. Ach Kacke. Okay, der Brammer hat's clever gemacht. Und greift mich einfach an 5 Stellen gleichzeitig an. Das ist clever. Oh, mach die mal weg da. Ah ja. Okay, Bram macht mich. Okay. Ich direkt schon. Wenn ich das jetzt richtig hab, dann kommt jetzt Christian, wa? Ja. Direkt tot. Komm schon, ich brauch mein Schild. Das gibt's nicht. Wie krass sind denn deine Panzer? Meine dicken Panzer gehen einfach tot. Tot. Ja, GZ Bram. Ja, wir gucken mal. Ein Geld hier. Ich hab tatsächlich Navy gebaut, verdammt. Ja, die bin ich auch gekommen. Warning, an iron curtain has been activated. Ja, chill dann eine Runde, ne? Alter. Kacke, da hat Bram eine Einheit richtig dagegen gebaut. Ich hätte nicht gedacht, dass du darauf achtest, Anti-Flug zu bauen in deiner Base. Natürlich. Ja, das war meine Taktik und die ist leider nach hinten losgegangen. So, let's roll, my friend. Damit tot. Christian, ich hoffe, du kannst daraus was machen. Keine Ahnung. Nö. Wie nö? Ich habe alle seine Einheiten bis auf 3 Panzer zerstört. Wie war denn mehr aus noch 3 Panzer? Und bei mir sind nur 3 Panzer übrig. Ja, dann natürlich nachproduziert, aber. Ach, Kacke, ey. So, wir müssen jetzt einmal dahin. Kacke.
Da könnte ich wenigstens noch einen Panzer zerstören hier. Oh, mein krasser MG-Schütze, er macht das jetzt hier. Er rettet mich. Apokalypse-Tank. Unzureichende Mittel. Oh, das ist aber doof. So, welcome, my friends. Alle meine Einheiten kaputt. Ah, der Bram ist eiskalt wieder abgezogen. Okay, die Superwaffen sind echt super krass. Die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Nein, ich weiß nicht, was ich einsetze. Da steht die ganze Zeit null. Ja, aufs Haus klicken dann? Oder auf das Gebäude? Na, schau mal. Ah, Bram hat bei dir auch noch ein paar Panzer bereit. Ah, das Schild ist ja eigentlich ganz geil. Ja, Bram, Junge. Das ist schlecht. Na, schade, auch hier hat's einfach. Ich hätte mich auf die anderen Sachen konzentrieren sollen. Auch das hat nichts gebracht, den Bram unter Kontrolle zu kriegen. Oh, no, no, no. Aber wir können ein bisschen was stehen. Bram ist einfach zu crazy. A unit is under attack. Enemy commando detected. Unit lost. Main guns. Our base is under attack. It is time. Er bordert man nicht. Leave nothing. A collector is under attack. We've lost a collector. Er hat zumindest ein paar Gebäude kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Hab's gesehen. Enemy commando detected. Ja, GZ, Bram. GZ. So, schon, was verstehst du noch? Ach ja, ist ja noch nicht Ende. Auf so einer kleinen Insel, ne? Tja, Bram, da kleines muss gallisches erst mal Dorf. Ja, da musst du erstmal Wassereinheiten verbauen, Bram. Alter, wie weit können die denn schießen? Krass. Game over! Bram, Junge! Defeated, verdammt. Geht's denn, Bram? Alter. Ja, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert. Guck mal, wie der Bram eiskalt abgezogen ist irgendwann. Was ist denn da passiert? Was sind denn diese dicken Dinger hier? Die Nuklearwaffen wahrscheinlich. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Was du gebaut Stück? Hast. Wer hat die denn noch gezündet? Ne, gebaut. Ach, ja, 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 stimmt. Das ist nur gebaut, dann stimmt. Ich dachte, dass die da ist. Hup. Joa! Oh! Ja, nice. Da war doch mal was. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Boah, lecker Arsch. Vielen Dank. An den Dennis und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.